grüße euch ganz herzlich und ich grüße auch dich, lieber René. Ganz, grüße dich auch. Ganz lieb und freue mich, dass du heute da bist. Wir haben heute ein Thema gewählt, das eigentlich ein Thema ist, das du gerne besprechen wolltest. Genau, weil ich finde, dass es unglaublich wichtig ist. Also für mich ist das unglaublich wichtig. Ich trinke keinen Alkohol, ich musste das so dazu sagen. Und ich gar finde, keinen. Gar keinen. Und ich finde, es ist irgendwie gang und gäbe geworden, dass man zu jeder Mahlzeit, zu jedem Event, zu jedem Anlass auch irgendwie ein Gläschen trinkt, einen Weißwein hat. Und ich werde so oft mittlerweile angeguckt, wenn es dann heißt, ja, und was trinkst du? Und ich trage ein Wasser oder eine Cola oder irgendwas. Und dann, ja, kein Wein und so weiter. Das ist, irgendwie hat sich da was verändert. Und ich glaube, der Weg zum Alkoholismus ist gar nicht mehr so groß. Und meine Frage ist, wann ist Alkohol wirklich gefährlich? Wann ist es eine Sucht und ist es eine Krankheit? Fragen über Fragen warten auf Antworten, Petra. Ja, Sucht ist eine Krankheit und deswegen ist Alkoholismus, wenn er denn da ist, auch eine Suchtkrankheit. Also die Frage habe ich schon mal beantwortet. Mhm. Wann ist man Alkoholiker? Das ist einfach ganz schwer, das wirklich zu erkennen, weil das ist so eine, das geht so langsam, schleichend. Was macht Alkohol im Körper? Alkohol im Körper macht oftmals am Anfang so ein bisschen entspannt, angstfrei, und vielleicht auch ein bisschen bessere Laune. Das macht tatsächlich Alkohol. Das ist ein Gehirn, ein Zellgift und im Gehirn und da bindet es bestimmte Informationsübertragungen und die können auch richtig gut sein. Also empfindet man als richtig gut. Die sind natürlich nicht gut, wenn irgendwelche Informationsübertragungen durch Alkohol blockiert werden. Und was Alkohol halt auch macht, Alkohol, das bestückt oder das belohnt das Dopaminsystem, unser Belohnungssystem. Weil wenn wir Alkohol trinken, dann finden wir das super klasse und dann schütten wir Dopamin aus und dann freut sich unser Körper und wir wollen dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und so rutscht man dann auch immer mehr in die Suchtfalle tatsächlich rein. Und es gibt wirklich glaube ich, so viel mehr suchtkranke Alkoholiker, als wir überhaupt nur ahnen. Weil wenn ich gucke, in meinem Umfeld, also auch in dem Freundeskreis von meinen Kindern, erschrecke ich manchmal extrem, was die so wegtrinken. Nicht nur einmal zu einem besonderen Anlass, sondern so ganz typisch. Dann fängt es mit so einem Glas Wein an und plötzlich eine ganze Flasche weg. Und dann kommt noch irgendwie ein Wodka sauer oder ein Gin dazu oder ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Und dann denke ich immer, um Gottes Willen, das ist ja eine unheimliche Menge. Das schafft unser Körper ja überhaupt nicht. Und das ist halt ganz schwierig. Und da kommt natürlich dann auch noch hinzu, dass unsere Gedächtnisleistung eingeschränkt wird. So nach 45 bis 75 Minuten, wenn wir Alkohol getrunken haben, ist wirklich die höchste Anreicherung vom Alkohol im Körper. Und wir reagieren einfach wirklich viel zu spät. Deswegen ist es ja auch ein Wahnsinn, wenn wir Alkohol getrunken haben, Auto zu fahren. Also das sind so viele Gefahrenmomente. Also nicht nur, dass es gefährlich ist, auch für die Gehirnzellen, dass die kaputt gehen. Alkohol wird über die Leber abgebaut. Und deswegen weiß man ja auch, oder deswegen wissen viele von euch sicherlich auch, dass Alkohol der Leber durchaus schaden kann. Deswegen ist es, Alkohol ist nicht wirklich was besonders Gutes und was Schönes. Okay, aber du sagtest selbst, Alkohol ist ein Zellgift. Was genau macht es kaputt? Welche Zellen macht es kaputt? Also Gehirnzellen, das wissen wir ganz sicher. Und es macht halt auch die Leberzellen kaputt, weil Alkohol über die Leber abgebaut werden müssen. Und so der erste Hinweis, dass die Leber betroffen ist, ist, dass man dann ein Bild der Fettleber vorfindet. Wenn man Ultraschall macht, dann sind die normalen Zellen, weil Alkohol hat ja ganz viele Kalorien, wesentlich mehr als Kohlenhydrate, obwohl es auch ein Kohlenhydrat ist. Ein normales Kohlenhydrat hat 4 Kilokalorien, Alkohol hat 7 Kilokalorien und wenn es abgebaut werden muss, also hat mehr, fast das Doppelte als ein normales Kohlenhydrat, wird es dann in Fett umgewandelt und wenn es einfach viel ist, dann bleibt das Fett auch in der Leber und dann gibt es die Fettleber. Aber dazu muss ich schon ein paar Jahre richtig trinken, naja, oder? Weiß ich nicht, ob ein paar Jahre, es kommt drauf an, bei dem einen dauert es ein Jahr, bei dem anderen vielleicht 3, bei dem anderen 5, das weiß ich nicht. Es hat auch was mit Veranlagung zu tun, ob der Mensch oder was, wie er sonst lebt, wie er sich sonst ernährt, wenn er sich sonst noch zusätzlich schlecht ernährt, ist es einfach ein obendrauf, aber ganz heftig obendrauf. Unterscheidet sich Frau von Mann? Ja, absolut. Also
der Mann kann in der gleichen Zeit wie die Frau ungefähr das Doppelte an Alkohol abbauen, sodass der Körper vielleicht noch nicht so darunter leidet, aber also die Hälfte, das Doppelte. Eine Frau, sagt man, 12 Gramm pro Tag schafft der Körper abzubauen. Das ist ungefähr ein Glas Wein, also 0,1. Und beim Mann ist es das Doppelte oder beim Mann ist es irgendwie, was weiß ich, glaube ich, 2 Bier, bei der Frau höchstens 1 Bier. Also das ist schon wirklich völlig verrückt. Das ist nicht viel. Stopp, nur, dass ich es auf die Kante kriege. Und alles andere überfordert den Körper, überfordert die Leber, weil die muss dann einfach mehr Leberzellen aufbauen, um mehr Enzyme zu produzieren, damit den Alkohol abbauen kann. Deswegen gucken wir ja auch schon nach der Leber, nach den Leberwerten, um zu sehen, hey, hat denn die Leber schon einen offensichtlichen Knacks? Und die Leber, bevor sie überhaupt erhöhte Leberzellen kriegt, hält die erstmal schon noch die Klappe. Also das ist unser innerer Arzt, der erstmal ganz viel aushält, aber der schon aber Signale schaltet. Also wir wissen alle, wenn wir Alkohol getrunken haben und nämlich zu viel auch davon getrunken haben, dass es uns am nächsten Tag nicht so besonders gut geht. Also so diesen dicken Kopf oder diese Kopfschmerzen oder auch... Schön, dass du es sagst. Und wieso haben Alkoholiker keinen Kater? Warum Alkoholiker keinen Kater haben? Ja, die trinken am Morgen weiter. Also ich kann mich erinnern, als ich noch... Nee, die trinken am Morgen weiter, damit sie nämlich ihren Tremor nicht haben, damit sie nicht dieses wahnsinnskörperliche Verlangen haben. Die trinken weiter. Die trinken nicht weiter, weil sie keinen Kater haben. Natürlich gewöhnt sich der Körper auch irgendwann an bestimmte Symptome, aber dafür treten andere auf. Dann tritt nämlich so dieses Zittern auf. Dann dieser Schweißausbruch, weil die nämlich dann keinen Alkohol kriegen, weil der Körper braucht das. Das ist dann richtig. Also dann sind sie schon sehr weit und dann ist die Leber mit Sicherheit auch schon in Mitleidenschaft gezogen worden. 74.000 Menschen sterben im Jahr an Alkoholismus in Deutschland. Das ist ja der Hammer. Ja, das sind schon ziemlich viele, finde ich. Kann man das in Stadien einteilen oder dass man sagt, okay, das ist... Gibt es schon so eine Einteilung, aber ich glaube, wenn jemand jeden Tag, jeden Abend zum Relaxen, zum Entspannen irgendwie Alkohol trinkt, dann ist er schon nah dran, in diese Sucht, in diese Abhängigkeit zu kommen. Es ist erstmal so eine psychische Abhängigkeit, aber die ist schon einfach da. Und vor allen Dingen, ihr müsst einfach mal ausprobieren, kann ich denn mal Alkoholfasten machen? Das ist immer ein ganz gutes Zeichen, um zu gucken, hey, es macht mir eigentlich gar nichts aus. Sag doch mal, ab heute 4 Wochen kein Alkohol. Ich guck mal, wie es mir geht. Und dann weißt du, bist du schon gefährdet oder nicht? Und überhaupt, Alkohol ist einfach, nochmal, es ist ein Zellgift. Und trink davon so wenig wie möglich. Man kann mal trinken, aber das ärgert mich halt auch. Das ist so eine von der Gesellschaft anerkannte Droge. Und das finde ich so furchtbar. Du bist ja oftmals ein Aussätziger, wenn du nicht mitträgst. Ja, total. Und es nervt total. Das ist der absolute Wahnsinn. Weil du dich immer erklären musst. Und wobei es leichter wird, finde ich. Naja, weißt du, wie es leichter wurde? Nee. Als ich jetzt den Leuten sage, nein, ich trinke nichts, weil ich bin trockener Alkoholiker. Das ist die einzige Aussage, die nicht nachgebohrt wird. Ja. So, aber ich will mich nicht als trockener Alkoholiker outen. Nee, bist du auch nicht. Also man kann ja wirklich auch sagen, hey, nein, ich habe mich entschieden, ich will keinen Alkohol trinken, weil ich weiß, der tut mir echt nicht gut. Echt? Warum? Das ist doch gut, immer mal einen Wein. Komm, probier doch mal, der ist ganz toll und so weiter. Was sagst du? Ich habe keinen Bock auf die Diskussion, Petra. Es nervt mich einfach. Ja, sag einfach, hey, pass auf, mach du, was du möchtest, lass mich machen, was ich möchte. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz guter Ansatz. Ja? Also für diejenigen, die wirklich sich entschieden haben, nicht Alkohol zu trinken, die sollen das dann bitte auch so kundtun und dabei bleiben. Findest du es überhaupt kein Thema, ehrlich gesagt? Du hast mir beim Vorgespräch gesagt, dass man im Laufe des Alters, also wenn man älter wird, dass man den Alkohol besser verkraftet. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt eine neue Studie. Ja. Und die ist wirklich hammerhart. Und die verlinken wir euch auch unter dem Video. Allerdings ist es eine Studie. Ich weiß nicht, inwieweit man da wirklich drauf zählen kann und ob sich das nochmal bestätigen wird. Da wird nämlich gesagt, dass Menschen unter 40 keinen Alkohol trinken sollen, weil dieser Alkohol so schädlich ist, dass wirklich immense Schäden dadurch entstehen. Und dann hat man gesagt, wenn man über 40 ist, dann verträgt man Alkohol vielleicht aufgrund der sekundären Pflanzenstoffe, aber die kann man auch mit
mit Trauben und mit anderen wundervollen Obstsorten haben, weil das sind nämlich die Farbstoffe, dass der Alkohol dann vielleicht sogar gut sein kann, also insbesondere der Rotwein. Das ist immer wieder bei diesem Prinzip, vielleicht ein Glas Rotwein doch gut ist, nicht gut, weil Alkohol ist immer ein Zellgift und es bleibt auch ein Zellgift, meiner Einschätzung nach. Deswegen, klar, mal ein Gläschen kann man machen, aber es gibt so, ich glaube, also vielleicht ist es falsch, wenn ich das jetzt so mache, aber es gibt schon so zwei Gruppen von Menschen, wenn man wirklich sich mal da wagt, vielleicht sowas zu sagen. Es gibt natürlich viele, viele, viele Gruppen von Menschen, aber es gibt die, die sind ganz oder gar nicht, und es sind die, die Quartalsäufer ab und an mal und sowas und auch leicht. Also es gibt die Menschen, die sagen, ich muss ganz oder gar nicht Alkohol trinken, beziehungsweise wenn ich jetzt schon viel trinke, dann muss ich auch wirklich von heute auf morgen aufhören. Die sollen das dann auch bitte tun. Aber es gibt auch Menschen, also die haben gar keine Suchtgefahr. Die trinken tatsächlich 4 Wochen gar nicht und dann sind sie irgendwo eingeladen, dann trinken sie ein Glas Sekt. Hey, das ist wirklich da nicht schlimm. Ja, das kann man auch. Also man muss jetzt nicht irgendwie ein akribischer Nicht-Alkoholtrinker sein, wenn man das wirklich steuern kann. Aber es gibt ganz viele Menschen, die fangen an mit Alkohol zu trinken und sagen, ach, ich versuche das mal heute. Und die hören einfach nicht nach einem Glas auf. Die brauchen dann das nächste und plötzlich haben sie wirklich 1 Liter Alkohol bzw. Wein getrunken oder trinken dann auch noch weiter. Das muss jeder für sich selbst einschätzen. Gehört er eher zu diesen Suchtmenschen, dann lasst es am besten ganz sein. Gehört er zu denen, die eigentlich nicht so suchtgefährdet sind, dann könnt ihr tatsächlich ab und an mal ein bisschen was mittrinken. Also wäre meine Idee dazu. Letzte Frage, trinkst du Privatalkohol? Ich gehöre tatsächlich zu denen, die ganz, ganz wenig trinken, weil ich habe überhaupt kein Suchtproblem. Weder mit Zigaretten, noch mit irgendwelchen anderen Drogen, noch mit Alkohol und auch nicht mit Kaffee. Also ich bin da irgendwie ganz gut bestückt in dieser Hinsicht. Deswegen, wenn mal Weihnachten ist, Geburtstag ist und wir stoßen an, dann stoße ich auch mit an. Aber das ist wirklich ganz, ganz selten. Also von daher. Also ich muss auch sagen, ich kann es kaum kontrollieren, weil wenn ich jetzt Alkohol trinken würde, bin ich gleich betrunken irgendwie auch. Das nervt mich dann auch, wenn ich dann gleich irgendwie mich nicht mehr kontrollieren kann. Egal, ihr entscheidet das natürlich für euch selbst, wie viel Alkohol ihr eurem Körper zumuten möchtet. Ich fand es super informativ wieder. Ich finde auch toll, dass wir es ganz deutlich beim Namen benannt haben und einfach auch mal wirklich, darüber gesprochen haben. Euch auch mal ganz, ganz klar im Bilde gelassen haben, was Alkohol eigentlich mit dem Körper macht und wie man es eigentlich auch ersetzen könnte. Danke für deine vielen Fragen. Ja. Danke euch fürs Zuschauen. Ich weiß, es sind alle so unbequeme Themen, aber ich glaube, ganz wichtig sind diese Themen. Deswegen danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Genau. Schreibt doch auch was in die Kommentare unten, ob ihr dieses Video gut gefunden habt und überhaupt diese Themen, die wir hier aussuchen für euch. Und ansonsten, wenn ihr mehr Lust auf Videos von mir habt, dann könnt ihr das hier tun. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bleibt gesund, wie immer. Entweder ohne Alkohol oder wenn mit Alkohol, mit ganz wenig Alkohol einverstanden. Ciao.